Ist ja furchtbar, der arme Heino. Ja, kaum hat er seinen Flugschein, passiert sowas. Kathi ist völlig fertig. Hoffentlich erholt er sich schnell. Im Moment ist leider noch unklar, ob er überhaupt durchkommt. Er liegt noch immer im Koma. Es tut mir wirklich leid. Auch wenn das jetzt vielleicht herzlos klingt. Aber im No Limits wird es deswegen Probleme geben. Wieso? Ihr habt doch die Aushilfe. Ja, aber die ist für Daniel. Wir brauchen dringend Ersatz für Heino. Nina muss doch unbedingt was machen. Ja, was schaust du mich so an? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Wie bitte? Sie ist einfach so weggefahren. Hoffentlich ist bei ihr alles in Ordnung. Wieso sollte es das nicht sein? Ja, weil sie niemandem gesagt hat, wo sie hinfährt. Ja, vielleicht hat sie einen Spontantrip gemacht. Dass Nina einfach so wegfährt, das muss doch noch lange nichts Schlimmes bedeuten. Ja, trotzdem. Ich bin mir sicher, dass sie die Trennung genauso mitgenommen hat wie mich. Mama, Nina hat sich von dir getrennt, nicht umgekehrt. Wenn ich nur wüsste, wann sie wiederkommt. Bestimmt schon bald. Und dann kannst du ja noch mal mit ihr reden. Wenn sie mich überhaupt sehen will. Meinst du denn, dass ihr wieder zusammenkommt? Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Nein, das meine ich nicht. Ich wollte eher wissen, ob du es überhaupt noch willst. Ja. Auch wenn es verrückt ist. Boah, war das anstrengend. Ja, das kommt von vielen Shoppen. Typischer Fall von Frustkauf, würde ich sagen. Aber mir geht's schon wieder besser. Hi, was darf ich euch bringen? Hi, du kennst mich gar nicht, was? Nee, leider nicht. Ich bin Nina. Daniel hat dich angestellt. Genau. Na, du glückliches Händchen, oder? Ja, das glaube ich auch. Sie haben Glück. Ihre Chefin mag sie. Ja, bringst du uns bitte 2 starke Kaffee? Das brauche ich jetzt nach der amerikanischen Plörre. Wir sitzen da drüben. So schön es in den USA auch war. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Geht's dir auch so? Ich weiß nicht. Dich erinnert einiges hier an Arno, stimmt's? Ja, natürlich. Willst du ihn eigentlich wiedersehen? Kann ich dir gar nicht sagen, aber im Moment wahrscheinlich nicht. Okay. Nina, ich bin die nächsten Tage unterwegs. Geschäftstermin? Mhm. Ich hoffe, du kommst alleine zurecht. Du meinst wegen Erika? Mhm. Ich komme damit schon zurecht. Mir geht's ja auch schon wieder ganz gut, wirklich. Solange sie mir nicht über den Weg läuft. Nina, das ist ja eine Überraschung. Hey, was machst du denn hier? Ich bin aus Amerika zurück. Heute Abend angekommen. Ah, warst du bei deiner Mutter? Ja, die habe ich auch gleich mitgebracht. Ja, die hat sich bestimmt gleich hingelegt. Ja, ich versuche ja noch eine Weile durchzuhalten. Freut mich, dass du wieder da bist. Erika hat dich auch unheimlich vermisst. So? Ja, sie würde sich unheimlich gern mit dir aussprechen. Meinst du, ihr kriegt das hin? Du, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt bin ich vor allem... Ehrlich gesagt bin ich vor allem zurückgekommen, um hier nach den Rechten zu sehen. Ach so. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, was ich mit ihr bereden sollte. Es ist alles noch zu frisch. Verstehe. Ach, wenn du Heino übrigens siehst, könntest du ihm sagen, dass er mich anrufen soll? Ich wollte den Dienstplan für nächste Woche machen. Ach so, du kannst es ja noch gar nicht wissen. Was denn? Millie hat mir gesagt, dass du wieder da bist. Ja? Hat sie dich also gleich angerufen, nachdem sie mich hier getroffen hat? Darf ich fragen, wo du gewesen bist? Bei meiner Mutter. Und wieso hast du dich die ganze Zeit nicht gemeldet? Ich mach das schon. Bitte, Nina, wir müssen uns doch irgendwann mal aussprechen. Nicht jetzt. Gut, dann warte ich. Das ist Zeitverschwendung. Besser du gehst. Wenn du was trinken würdest, dann hätte es ja wenigstens noch einen Sinn, dass du hier bist. Ich gehe nicht weg, bis wir geredet haben. Mach, was du willst. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen um dich gemacht. Ist dir das klar? Lässt du mich bitte vorbei? Und du behandelst mich hier wie irgendeine Verrückte, die dich belästigt. Immer muss alles nach deiner Pfeife tanzen. Wenn du reden willst, müssen wir reden. Ich will aber nicht. Also geh endlich. Ich kann nicht, Nina, weil ich dich liebe. Du liebst mich? Das merke ich, seitdem ich wieder hier bin. Weil ich mich mies fühle. Verstehst du das? Deine Liebe tut weh. Sie macht mich kaputt. Was war denn hier los? Was gibt's?
Da ist eine Frau Ryan für Sie. Soll sie hochkommen? Ja, natürlich. Danke. Alles klar. Sie? Guten Tag. Danke, dass ich heraufkommen durfte. Möchten Sie sich setzen? Und, schon wieder eingelebt? Um ehrlich zu sein, ich bin nicht zum Plaudern hergekommen. Sie waren heute bei Nina im No Limits. Sie war danach völlig fertig. Ich konnte sie wirklich nur noch mit Mühe aufrichten. Wir hatten eine Auseinandersetzung, das stimmt. Aber ich verstehe nicht. Es ist einfach nicht gut für Nina, sie zu sehen. Und deshalb möchte ich Sie bitten, meine Tochter in Ruhe zu lassen. Moment mal. Sie verbieten mir den Umgang mit Ihrer Tochter. Das kann ich nicht. Aber ich bitte Sie darum. Ich verstehe nicht, warum Sie das was angeht. Nina geht es nicht gut und das möchte ich nicht. Der Abstand von ihr wird auch Ihnen gut tun. Ich kann ohne Nina nicht leben. Weil ich sie über alles liebe. Deshalb sind Sie auch mit Arno ins Bett gegangen.